Ja, das wird wenig überraschen, aber wir gehen davon aus, dass es bei der A20 eine Fülle von Hindernissen gibt im westlichen Bereich, die dafür sorgen werden, dass das Projekt noch sehr lang auf seine Realisierung wird warten. Dazu gehören finanzielle Aspekte, dazu gehört aber auch die, wie sich jetzt leider wieder zeigt, vollkommen unzureichende Planung.